Hallo ihr Lieben, willkommen zu Türchen Nummer 9 am 9. Dezember. Und ja, heute bin ich ein bisschen später dran. Es ist tatsächlich schon später Nachmittag heute. Es ist jetzt 3:30 oder so, ich weiß es gar nicht genau, 3:30. Und ich habe mir jetzt mein Nachmittagskäffchen gemacht sozusagen. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, heute ist ja Samstag und ich war heute unterwegs und habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Und das war gar nicht so leicht wie gedacht. Ich musste zu zwei verschiedenen Händlern fahren, weil der erste Händler nur große Bäume hatte und ich einen kleinen Baum haben wollte, weil der bei mir unter der Dachschräge steht. Und ja, das war alles nicht so einfach. Aber ich habe einen süßen kleinen Baum gefunden. Ich werde den dann auch natürlich wieder mit euch teilen bei Insta, wenn es dann soweit ist. Der steht jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich den Baum aufstellen werde. Ihr könnt mir ja gerne mal Tipps geben, wer von euch auch einen echten Baum hat, wann ihr euren Baum aufstellt und wie ihr den frisch haltet. Das wäre mir mal ganz wichtig, weil bei mir werden die immer so schnell trocken, obwohl ich da immer Wasser reinmache in den Baumständer. Und ja, könnt ihr mir ja mal sagen, ob es da irgendwelche Tipps und Tricks gibt, wie ihr euren Baum frisch haltet. Weil manche stellen den ja schon wirklich Anfang Dezember auf und meiner wäre an Weihnachten schon total trocken. Keine Ahnung. Guck mal, wie süß die Eule. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen. Oh, was ist das denn? Holzteile. Oh, Blätter, die sind ja hübsch. Die habe ich auch noch nie gesehen. Ich liebe ja so Herbstblätter-Zeugs. Oh, voll toll. Vielen Dank, meine liebe Cat. Die sind voll schön. Die schimmern auch so leicht. Seht ihr das? Voll hübsch. Dankeschön. Wieder da rein. Heute gab es ein Kinder-Country. Das Türchen an meinem Adventskalender war riesengroß. Und ich dachte mir so, was ist da denn drin? Das ist ja riesig. Das ist, glaube ich, das größte Türchen im ganzen Kalender. Ja, jetzt habe ich aufgemacht und dann, okay, ja, ein Kinder-Country. Ja, aber da freue ich mich. Das lasse ich mir dann auch noch schmecken. Und ja, könnt ihr mir ja mal berichten, ob ihr auch schon einen Baum habt, beziehungsweise ob ihr einen Baum habt, ob ihr einen echten Baum habt, ob ihr einen Plastikbaum habt. Die Katze packt hier nebenbei meine Pakete aus. Die ist hartnäckig. Ja, naja, wie auch immer, könnt ihr mir ja mal berichten. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auch einen künstlichen Baum haben, weil ich das irgendwie auch nicht mehr so schön finde. Also ich liebe echte Bäume, aber mir tut es dann immer so leid. Dann steht der eine Woche in der Wohnung und dann wird er wieder weggeschmissen. Und ja, das finde ich immer ein bisschen traurig. Und mal schauen, wenn es klappt, vielleicht nächstes Jahr ein Plastikbaum, wenn meine Katzen den in Ruhe lassen, weil die knabbern ja voll gerne an sowas rum. Mal schauen. Natürlich nur, wenn wir bis nächstes Jahr umgezogen sind, was ja der Plan ist. Und naja, wie auch immer. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier, würde ich sagen. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.